Ey, hau ab, Sander, hau ab! Wehe, 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 einer Steam! Jetzt rennst du immer von ihm! Löchen, Leute, willkommen zum heutigen Kriegsvideo. Besonderheit heute, wir wollen jemanden versuchen, im Kriegsset zu nullen. Dazu versuchen wir hier uns an einer Triple Rally zusammen mit KT und NST. Wir schauen uns erstmal hier KT an, 89 Mitglieder, fast 36 Milliarden Macht. Ist momentan ein guter Rally-Partner hier für uns. Dann haben wir hier sein Set von den Oxo, Ye Kong, was auch immer. Der kleine Schwester von King Kong, was auch, keine Ahnung, was uns das sagen soll. Dann haben wir hier auch noch den NST-Typen, auch ebenfalls ein sehr, sehr starkes Set. Auch Sham-Teile am Start. Ja, und mal gucken, was wir hier so mit denen reißen. Wallbreakers Set habt ihr ja auch gerade gesehen. Der Typ, den wir nullen wollen, hat wie gesagt Kriegsset an. Das werden wir uns jetzt gleich auch nochmal genauer anschauen, das Kriegsset. Boah, das Set hätte ich auch gerne. Nice. Nice, nice, nice. Was sagt ihr übrigens da oben zu unserem Banner von Killing Spree? Sieht ganz geil aus, oder? 617 Millionen Macht haben wir hier bei den hoffentlich demnächst genullten. Ja. Fangen wir mal unten an. Wir haben unten die Drachenschatten auf Lila, was auch schon echt extrem gut ist. Da natürlich Terrorschild, was der für einen Infboost haben wird. Dann haben wir hier das, wie heißt hier, den Bestienhelm auf Lila. Dann rechts Winterhandschuhe Lila, Becher der Weisheit auf Blau. Dann Terrorparfüm auf Gold. Also das Set ist schon nicht von schlechten Eltern. Natürlich jetzt kein absolut mega krankes Set, aber der Typ hat über 15 Millionen Truppen. Und das in Verbindung mit seinem Z wird natürlich ziemlich wehtun. So, wir wollen auch nicht lang schnacken. Wie gesagt, ich habe hier nur die spannenden Teile rausgeschnitten. Wir fangen hier direkt mit der ersten Rally an. Wir laufen hier als erstes los. Ja, NST ist gerade am Speeden. Die wollten nämlich als erstes draufgehen. Man sieht es auch hier, Wallbreakers Truppensammlung ist genauso langsam wie Wallbreaker selber. Wir brauchen hier ein bisschen. Wir haben zu viel gegessen gestern, keine Ahnung. NST ist jetzt hier gleich als erstes drauf. Mal gucken, ob die gefressen werden. Oh, shit, 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 shit. Das wird spannend. Boah, das Kriegsset ist auch so dumm. Warum nullen wir den im Kriegsset? Aber, naja, wenn er das nur mal anhat. Boah, war ein guter Drop. Oh, aber der erste Held ist weg. Der erste Held ist weg. Trotz seines heftigen Sets. Alter, krass, dass der sein Held, dass sein Held gefressen wurde. Was ist jetzt mit Wally sein Held? Nice, wir wurden nicht gefressen. Das heißt, Wally kann noch. Wally darf noch, Wally kann noch. Schauen wir uns noch KT an. Ich habe natürlich auch die Kampfberichte alles am Start für euch, Leute. Hier seht ihr es links. Die sind dann nur noch in Anführungsstrichen auf 12,6 Millionen Truppen gerannt. Wir auf 14,2. Aber NST hat natürlich auch schon ein paar Truppen geschrottet. Den Kampfbericht von NST kann ich euch natürlich nicht zeigen. Warum? Na klar, der wurde gefressen. Das heißt, es existiert kein Kampfbericht. So, also zumindest nicht auf unserer Seite. Ja, was ist denn hier als erstes gestorben? 310.000 T4, 630.000 T3 und da unten so ein bisschen T1 nochmal 600.000. Ja, und der wurde ein bisschen gedefft, okay. Nice, auf jeden Fall. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hier sehen wir auch mal, warum Wallbreaker nicht gefressen wurde. Er hatte Feuerbliden mitgeschickt, natürlich ein cleverer Typ hier. Wir werden uns den Kampfbericht, also die Kampfanimation, damit ihr mal seht, was Feuerbliden dann auch am Ende wirklich bringt, am Ende nochmal anschauen. Aber jetzt direkt die nächste Rallye, Leute. Nicht lang schnacken, Koppel nacken. Wir sind wieder natürlich die langsamsten, man kennt uns. Die letzte Rallye von KT, die, wo ihr den Kampfbericht ja auch kurz gesehen habt, ansonsten müsst ihr nochmal zurückspulen. Ich blende den immer so 15 Sekunden ein. Die hat ihn angezündet, also diesen Pepe Rich, Richie, keine Ahnung, diese Namen immer. Auf jeden Fall hat die Rally ihn angezündet, das heißt der Lan Blue von NST hat jetzt seinen Held auch wieder. Der wird also auch wieder eine Rally starten können. Ja, mal gucken. Mal gucken. Also ab der dritten Rally hat er also gebrannt. Ich glaube 15,4 Millionen Truppen hatte er von Beginn an. Ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Lauf schneller, Wallbreaker. Lauf schneller, Mann. Wir haben keine Zeit hier. Ich hätte das natürlich auch vorspulen können, aber dann würde ich meine Stimme auch vorspulen, weil ich die nicht separat aufnehme. Würde dann komisch an. So würde sich das anhören. Das ist, glaube ich, auch nicht so interessant für euch. So, komm schon. Mal gucken, was das jetzt für ein Kampfbericht wird.
Boah, KT ist ultimativ am Speeden. Guckt euch das mal an. Die haben richtig Bock. Die sind aber auch wieder viel schneller als wir. Oh. Kommen die vielleicht sogar noch vorher rein? Die Säcke sind vorher reingekommen. Scheiße. Jetzt hat unsere Truppenaufstellung natürlich nicht mehr so perfekt gepasst. Naja, kann sich auf jeden Fall trotzdem noch sehen lassen. Der Kampf bricht mit 3,5 Millionen Toten, aber trotzdem. Wären wir als erst reingegangen, wäre der geiler für uns geworden. Naja. Okay. Ist jetzt nun mal so. Sind wir selber schuld, dass wir so langsam sind? Schauen wir uns mal an, was hier so bei dem verreckt ist. Immer meine schönen Heldenkanoniere. Guckt euch das mal an. Alle über den Jordan. Aber auch nochmal 430.000 T4 tot. Dann nochmal ein paar T3 und natürlich ultimativ T1 weg. 2,1 Millionen. Aua. Aber der Kampfbrich gab schön Kills. Aber man muss hier mal seine Helden angucken. Ne? Er hat auch einen lila Pay-Helden auf der Mauer. Ist jetzt auch nicht so vorteilhaft. Hier haben wir die zweite Rallye dann von NST. Das heißt, jeder musste nur zwei Rallyes machen. Jetzt ist er schon fast Zero. Ich denke mal, die gehen jetzt Solo drauf. 89 Mio Drop war natürlich ziemlich geil für die. Dafür wurde deren erste Rallye gefressen. Also sind sie plus minus null ausgegangen. Oh, der KT-Typ hier hat ihn direkt einmal Solo angegriffen. Das hat, 15 Mio abgezogen. Jetzt kommt Warbreaker natürlich am Speeden. Der Sack muss immer die letzten Kills kriegen. Ja, okay. Dann hat Wally jetzt den Held. Der Sack, ey. 307 war dann die Core-Might. So, also von 617 auf 307 Millionen Macht im Kampfgear. Im Kampfgear 310 Millionen Macht abgezogen. Wir schauen uns jetzt hier nochmal diesen ersten Kampfbericht an, weil ich euch zeigen wollte, warum Wally da nicht gefressen wurde. Also die meisten, die in großen Gilden sind, die werden das natürlich kennen, das mit dem Feuerbleeden. Aber ist vielleicht auch mal ganz gut, das hier in einem Kampfbericht auf dem Kanal zu zeigen. Wir schauen uns hier nochmal an, was bei denen so gestorben ist. Im ersten Kampfbericht. Joa, der hatte echt richtig viele Bogies am Start. So, jetzt sehen wir uns den mal an. Mauer natürlich direkt down. Wir sind ja auch nicht als erstes drauf gegangen. Das heißt, die Mauer wurde schon vorher kaputt gemacht. Man sieht auch, hier wird auch übrigens immer angezeigt, was so stirbt, sage ich mal. Jetzt sieht man gerade Gruppe von Heldenkämpfern vernichtet und so weiter und so fort. Todesräter vernichtet. Das war's dann auch schon. Ich verabschiede mich jetzt hier langsam von dem Kriegsvideo. Am Ende werdet ihr noch sehen, wie die Kriegsmaschinen abhauen werden. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das knackige Kriegsvideo hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ciao.